Einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen zurück bei Silent Hill, unserem kleinen Retro-Let's Play. Hier. Fängt ja gut an. Hier im Krankenhaus von Silent Hill nehme ich an, in das ich mich jetzt zurückziehen sollte, weil das eine sehr gruselige Priesterin gesagt hat. Und es fängt tatsächlich sehr gut an. Ah, moin. Hold it. Hold it. Stop. Don't shoot. Wait. I'm not here to fight. My name is Harry Mason. I'm in town on vacation. Auf der Durchreise. Oh God, another human being. Do you work here? I'm Dr. Michael Kaufman. I work at this hospital. So maybe you can tell me what's going on. I really can't say. I was taking a nap in the staff room. When I woke up, it was like this. Everyone seems to have disappeared. And it's snowing out, this time of year. Something's gone seriously wrong. Ja, das liegt aber vielleicht auch nicht einfach nur an dem Schnee. Monsters. Have you ever seen such aberrations? Ever even heard of such things? You and I both know creatures like that don't exist. Yeah. Have you seen a little girl anywhere? Alles ignorieren, was er sagt. Looking for my daughter. She's only 7. Short, black hair. She's missing. I'm sorry. But with all those monsters around, I highly doubt that she's... Sorry, I didn't mean to alarm you. Your wife, she's here with you. Wer sagt, dass ich verheiratet bin? Years ago. Now it's just me and my daughter. I see. I'm sorry. Well, I'd better be going. I can't just sit around here doing nothing. So long. Good luck out there. Das hatte jetzt irgendwie sehr gruselige G-Man-Vibes, wenn ich ehrlich bin. Nichts Nützliches, ja, okay. Aber ich bin tatsächlich nicht ganz alleine hier. Also die Polizistin war ja noch da, die Priesterin ist noch da und jetzt der Typ hier. Ich habe seinen Namen schon gar nicht verstanden. Kannst mal sehen, wie gut ich ihm zugehört habe. Was haben wir hier? Was hat hier ein Schichtplan, ne? Weiße Tafel, hier steht nichts Besonderes. Ja, das ist für dich wahrscheinlich nicht besonders, aber... Eine weiße Tafel, nichts Besonderes. Na, gucken wir mal, Verbandskasten. Chillig. Eine Karte vom Krankenhaus. Ja, Halleluja. Endlich mal auch im Gebäude eine Karte. Sogar mit allen 3 Etagen. Ich kacke in den Teich. Muss ich mir nicht alles merken. So, ich bin bei der Rezeption. Rezeption, Office, Office in dem Examination Room hat auf jeden Fall funktioniert. Das wird sogar markiert, wo ich reinkomme. Das gab es bestimmt in der Schule auch und ich habe es absolut verdaddelt, das mitzunehmen. Okay, hier ist das Office. Und ich habe mal wieder einen Verbandskasten. Ich hoffe mal, es gibt hier nicht allzu viele Missgeburten, wie er sie nannte. Ich zitiere hier nur. So, versuchen wir mal die Tür. Schloss klemmt, natürlich. Wird das jetzt dementsprechend markiert? Gut. Jetzt nur die Frage, was ist denn theoretisch... Achso, Examination Room, Medicine Room ist dann der nächste. Okay, guck mal. Mit einer Karte ist das alles so viel angenehmer. Ich meine, das Bild wechselt jetzt öfter mal. Ah,
Aber das macht's alles ein bisschen angenehmer für mich tatsächlich hier. Wahrscheinlich hätte die Schule dann auch viel einfacher funktioniert. Was haben wir denn hier? Da ist eine Zeitung. Dieser Artikel ist ausgeschnitten worden. Fächer. Dieser eine. Wahrscheinlich muss ich ihn dann sogar nochmal finden oder so. So. Wie sieht's munitionstechnisch aus? Alles easy. Ich kann tatsächlich ein bisschen rumballern, wenn ich will. Oder wenn es vonnöten ist. So, Storeroom und Office. Das hier ist der Storeroom. Der geht nicht auf. Noch ein Office, geht auch nicht auf. Schön. Da haben wir noch eine Tür, die geht in den Flur und zur Treppe nach oben. Und wir haben das Doctor's Office. Das geht auf. Was haben wir denn hier? Karte vom Untergeschoss. Ja. Ich erweitere mein Kartenmaterial, das ist sehr nett. Das ist auch das, was vorne gefehlt hat. Das sah nämlich so aus, als wäre da Platz für alles, aber... Wo ist denn da die Treppe? Ach, da. Weiter den Flur entlang, okay. Und hier ist noch eine Tür zum Konferenzraum. Da gehen wir doch locker mal lockerflockig rein. Oh, das sieht wirklich aus wie ein Konferenzraum. Und diese Marmortische auch, ey. Das Telefon ist tot, das arme Telefon. Es hatte noch so viel Leben vor sich. Okay, hier sind Schlüssel. Gellerschlüssel. Ja, den nehmen wir gerne. Jetzt, wo ich vom Untergeschoss tatsächlich auch mal die Karte gefunden habe, nehme ich das doch sehr gerne mal mit. Jetzt die Küche und das Director's Office. Ich kann mal am Ende vom Saal nochmal gucken. Das kann ich doch bestimmt wieder aufschließen, oder? Nee, kann ich nicht. Gut, dann nicht. Dann war das nicht die Tür. War das jetzt die Kitchen oder das Director's Office? Nee, das sieht aus wie das Director's. Jetzt bin ich an der Küche natürlich direkt vorbeigelatscht. Ein Glasfläschchen liegt zerbrochen auf dem Boden. Es ist nicht einfach nur zerbrochen. Offensichtlich ist es mit Absicht zersplittert worden. Das ist ja gemein. Bücher sind verstreut, sonst nichts Besonderes. Okay. Was war in dem Gefäß? Wir werden es nie erfahren. Ja, das sieht eher nach Kitchen aus. Ja, doch. Ein Tonikum. Geh da bitte hin. Nimm das Tonikum. Nice. Plastik. Wofür mache ich eine Plastikflasche? Kann ich als Pfand dann wieder zurückgeben oder sowas. So, da hatten wir das Ding mit dem Zerbrochenen. Da ist der Keller, da ist der Fahrstuhl. Jetzt bin ich mir fast zu 90% sicher, der funktioniert nicht. Danke. Funktioniert nicht. Hier funktioniert nichts mehr in dieser Stadt. Ist alles kaputt. Nochmal checken. Ist mit Absicht zerschmettert worden. Vandalen. Ah, Kellerschlüssel verwendet, sehr gut. Dann gehen wir doch mal nach unten. Das ist ein Gänsehautgeräusch. Das ist halt echt nicht angenehm. Okay, was ist hier? Ah, ihr wieder. Geh weg.
Die machen aber auch ordentlich Schaden im Vergleich zu allem anderen, ne? Also dafür, dass sie so klein sind. So, jetzt habe ich natürlich von hier auch eine Karte, das ist ganz gut. So, da haben wir den Elevator, da haben wir... Oh, sehr schön, die Leichenhalle. Direkt rein. Ja, schade. Hätten wir das Schlimmste eigentlich direkt machen können, aber naja. So, Generator, Boiler. Wir nehmen mal den Boiler hinten. Geht nicht. Gehen die alle nicht? Ach, guck mal, der Generator geht. Von wegen Fahrstuhl und so, ne? Wäre vielleicht ganz geil. Was haben wir hier? Der hauseigene Stromgenerator versorgt nur Aufzüge, Intensivstationen und Operationsräume. Wollen Sie den Schalter drücken? Ja. So. Okay. Ich bin mir nicht ganz sicher. Bitte sag mir nicht, dass es irgendwas, was in den Fahrstuhldingern lebt. Okay. Ich fahre mal wieder einen nach oben. So. Okay, das Geräusch ist weg. Ich war auch direkt neben der Leichenhalle, ne? Vielleicht war da in die Richtung irgendwie was. Mal anders hinsetzen hier. Gut, versuchen wir mal die zwei. In der 1 war ich ja jetzt überall. Hier ist nochmal ein Schränkchen. Hier sind überall Poster und Kalender. Die könnte man ja mal mitnehmen. Ja, mal hier. Das ist der Elevator. Komme ich hier durch? Cool, da hat sich das dann jetzt einfach das komplette Stockwerk schon von selbst erledigt. Ist auch ein riesen Fahrstuhl. Dann gehen wir mal in die 3. Ist das ähnlich wieder aufgebaut oder? Ja. Und auch hier klemmt das Schloss. Spinnig? Ich bin mir ziemlich sicher, der war vorhin nicht hier. Bitte sag mir, dass der nicht jetzt irgendwie nach Silent Hill führt oder zu diesem Parallelscheiß. Oh Mann, bitte nicht. Ja, fuck you, ey. Und lass mich raten, jetzt komme ich da wieder nicht rein. Mhm. Drücken wir einfach mal auf die Taste, die vorher nicht im Fahrstuhl vorhanden war. Ich habe auch keine Landkarte mehr, schön. Das Ding ist jetzt auch zu. Leck mich doch. Schloss klemmt noch und das ist jetzt natürlich alles wieder großartig. Schloss klemmt. Schloss klemmt. Fuck you. Schloss klemmt. Keiner der Räume funktioniert. Mhm. Ja, natürlich. Hier ist gar nichts, ne? Gar nichts. Ja, ja, geh mal weiter nach unten. Was soll schon passieren in diesem blutüberlaufenden, verrosteten Krankenhaus?
Ja, warum gehe ich überhaupt in die Richtung? Gott. Erstmal was loswerden, bevor ich wieder da hänge. Was ist das denn? Schildkrötenplatte. Ja, nehme ich gerne mit. Das ist wieder die unnötige GmbH, die die Kacke hier gekauft hatten, gebaut hat. Was war das? Junge Dame, bleiben Sie genau da stehen. Oh Gott. Ich glaube, ich kann mich da jetzt nicht wirklich lange drum drücken, dass ich mich mit denen prügle. Augenblick nutzlos, mehrere Trockner. Ja, sein könnte, dass in einem davon dann jetzt irgendwie Muni ist oder so. Da kommt man dann auf einmal neben ihr raus. Das ist die aus dem ersten Flur, ja. Okay, ich weiß noch nicht mal, ob die so viel jetzt hätte gebraucht, aber ich war ein bisschen in Panik. Ein Speicherblock. Dankeschön dafür. Ist hier noch irgendwo was? Ein Tonikum oder so? Nee, aber da ist irgendwo, wenn die Kamera... Da. Schottimuni. Nett. Das ist ein neuer... Boom 302. Klingt gruselig. Auf jeden Fall mal gespeichert. Das klemmt. Wichtige Frage. Ich habe ja jetzt gespeichert. Kann ich hier runterfallen, wenn ich nicht aufpasse? Nein. Okay. Das ist einfach nur Deko. Weil hier aus irgendeinem Grund die Bodenplatten fehlen. Und in die Hölle hinabführen. Instant. Was? Ich kann mich nicht bewegen. Junge. Der Controller ist nicht mehr verbunden. Ich lade mal neu. Bis gleich. So, das war jetzt der denkbar ungünstigste Moment, damit der Controller abkackt. Aber ich gehe jetzt einmal hier rein. Jetzt weiß ich ja, was mich erwartet. Ich habe eigentlich gedacht, jetzt kommt irgendwie so eine Sequenz oder so. Okay, 5 Stück, glaube ich. Also 5 Schuss mit der... Und nochmal nachtreten, alles klar. Dann haben wir das jetzt wissenschaftlich gelöst, wie lange so eine Krankenschwester braucht. Tonikum. Was haben wir denn hier? Eine Stahlplatte ist an eine Wand geschraubt. Warte mal, kann ich hier die Schildkröte verwenden, zufällig? Ja, ist hier nicht verwendbar. Das hier vielleicht? Nein. Gut, ja, der Controller hat sich das jetzt natürlich richtig gut ausgesucht hier. Aber tatsächlich hat sie ein bisschen länger gebraucht, auf mich einzuschlagen. Also so krass gefährlich sind die tatsächlich jetzt bisher noch nicht. Ich muss aber mal irgendwas mit meinem Anschluss hier machen. Mal einen neuen Adapter besorgen oder sowas, weil das kommt jetzt häufiger vor, dass der einfach beschließt, nicht mehr zu funktionieren. Könnte aber auch an dem USB-Anschluss liegen, um fairerweise. Ja, warte mal, hier war der ein Bums. Hier weiter durch müssten theoretisch auch wieder welche gewesen sein. Ja. Okay, hier war ich noch nicht. Ding, 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 ding. Mit irgendeinem Medikament gefüllt ist. Besser nicht anrühren, okay. Mehrere leere Flaschen und Munition vor allem.
Gimme that. Was haben wir hier? Das sieht aus wie ein Blutbeutel. Nichts Nützliches. Willst du mich verarschen? Da ist doch ein Item. Danke. Blutkonserve, danke. Und ein Verbandskasten. Das ist doch sehr geil, was hier alles rumliegt. Da würde ich sagen, ich bin hier sicher. Ich habe Zeug gefunden. Ich kann mich hier um mehrere Wochen verteidigen. Das heißt, ich würde sagen, das war's an dieser Stelle erstmal. Mit dieser heutigen Folge. Also wir machen auf jeden Fall noch weiter. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, gerne das übliche Zeug da lassen. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal in Silent Hill, bei Silent Hill oder bei einem anderen Projekt von uns. Und bis dahin, macht euch noch einen gruseligen Tag und haut da rein. Tschüssi.